Ja, schönen guten Morgen. Heute Morgen etwas sakral aus dem Kloster Denkendorf. Danke fürs Einschalten. Ich zeige euch heute, was das Software-Update 2021-40.6 gebracht hat. Nämlich unter anderem die Waypoints, die Zwischenziele, auf die wir so lange gewartet haben. Aber es gab noch ein paar andere Neuigkeiten. Dazu mehr nach dem Intro. So, ich hatte die 2021-40.6 jetzt schon ein paar Tage im Einsatz und konnte mir schon ein paar Tipps und Tricks bei den Waypoints anschauen. Aber wir schauen mal, was hat uns denn diese Software überhaupt gebracht, dieses Update. Und da gehen wir hier mal zu den Versionshinweisen und sehen, dass hier mit der 2021-40.6 verschiedene Dinge gekommen sind. Ganz witzig, es kam die Sprachunterstützung für britisches Englisch. Witzig deshalb, weil Tesla als amerikanisches Auto natürlich Englisch als Muttersprache hat, aber eben das amerikanische Englisch und nicht das britische Englisch. Und British English is now also available. Ja, warum auch immer. Ich denke, es gibt ein paar Begrifflichkeiten, die sich in den beiden Varianten des Englisch unterscheiden, so vielleicht wie bei Deutsch und Österreichisch. Und dem würde jetzt auch Genüge getan. Wir probieren es aber nicht weiter aus. Es gibt Tesla-Tutorials, die wir hier finden, neuerdings, und zwar im Bereich Unterhaltung. Dort im Bereich Kino. Und da sehen wir hier die Tesla Tutorials und da kann ich mir zum Beispiel, wenn es denn kommt, anschauen, was mache ich denn zum Beispiel, wie geht denn das Aufladen? This is your charging kit. Inside you'll find your mobile connector, which allows you to charge your Tesla anywhere there's a power outlet. Ja, ihr kennt es schon, gab es auch schon mittlerweile über die App und natürlich auch auf der Homepage. Ganz nett, dass ich jetzt hier einen direkten Zugriff habe auf diese Tutorials, wenn ich mal was erklären oder nachschauen muss. Ja, wir müssen zurück zum Software-Versionshinweise. Und sehen als nächstes Abstandsgeschwindigkeitsregler, Signalton. Ja, wem der Tesla bisher noch nicht ausreichend viele Ding-Dong-Töne hatte, der sei jetzt beruhigt, jetzt ist ein neuer hinzugekommen. Ihr wisst vielleicht, wenn ich den Autopilot einschalte während der Fahrt, dann kommt ein Ding-Dong und wenn ich ihn ausschalte, kommt wieder ein Ding-Dong oder Dong-Ding. Und in China gab es jetzt wohl einen Unfall, da hatte jemand den Traffic Aware Cruise Control, also den Tempomaten eingeschaltet und war sich dessen nicht mehr bewusst und hat einen Unfall verursacht. Deshalb musste jetzt Tesla wohl einen zweiten Ton einführen, das heißt, wenn ich den Hebel hier einmal ziehe, passiert jetzt natürlich nichts, weil wir stehen. Aber wenn ich ihn einmal ziehe, schalte ich den TACC ein, dann kommt ein Ding. Und wenn ich dann den Autopiloten einschalte, kommt ein Ding-Dong. Umgekehrt dasselbe. Ich kann erst den Autopiloten ausschalten mit einem Ton und dann noch den Tempomaten. Ich hätte es nicht gebraucht, stört mich aber auch nicht so wahnsinnig. Man kann es aber, und das erklären Sie hier auch gleich, wie man es deaktiviert, bei Fahrzeug, Autopilot, Abstandsgeschwindigkeitsregler, Signalton kann ich das Ganze natürlich auch wieder ausschalten. Ebenfalls neu gekommen ist Tidal. Tidal ist ein Streamingdienst, der Musik bietet, sowie Amazon Music, Apple Music oder Spotify und TuneIn, die sich ja schon quasi hier in der Software aufrufen lassen. Tidal bietet aber eine wirklich ausgezeichnete Hi-Fi-Qualität. Ich habe mir das aufgeschrieben, die bieten an Hi-Fi. Da kann man sich die Titel anhören mit bis zu 1411 Kilobit pro Sekunde kbps. Und bei Hi-Fi Plus geht es bis zu 9216
kbps. Das ist natürlich eine ganze Menge und deutlich mehr als alles andere, was hier geboten wurde. Die Musikanlage im Tesla gibt's wohl auch her. Man muss sich allerdings erstmal ein kostenpflichtiges Tidal Abonnement besorgen. Das kostet in der Version Hi-Fi 9,99 Euro und in der Version Hi-Fi Plus kostet es sage und schreibe 19,99 Euro im Monat und man muss die Titel im WLAN downloaden, damit man sie im Auto dann in voller Qualität abspielen kann. Ich brauche es nicht, ich fahre meistens ohne Musik. Es gab aber ein paar Kollegen, die es schon ausprobiert haben und die sagen also sensationell, was da für eine, in was für einer Qualität hier abgespielt wird. Verbesserungen für kaltes Wetter, ja, das war der Running Gag des letzten Frühjahrs, glaube ich. Es kamen ständig Verbesserungen und Software-Updates, aber immer stand immer noch drin, Verbesserungen für kaltes Wetter. Jetzt haben sie uns gebracht, ab sofort können sie die Windschutzscheiben, Heizung aktivieren und ihre Klimaeinstellungen beim Beseitigen von Eis und Schnee beibehalten. Tippen Sie wie gewohnt auf das Lüftersymbol und wählen Sie Klima bei Parken einschalten. Ich habe es ausprobiert, ich habe es nicht ganz kapiert, was man uns damit sagen will, aber na gut, irgendeiner wird schon rausfinden, was es denn tatsächlich bringt. So, aber jetzt endlich zu dem, was uns denn nun wirklich interessiert. Stopp hinzufügen. Um einen neuen Zwischenstopp zu Ihrer Route hinzuzufügen, tippen Sie auf das Plus-Symbol auf der Schaltfläche für die Navigationssuche und suchen Sie nach einem Zielort oder wählen Sie eine Stecknadel auf der Karte aus. Und genau das werden wir jetzt mal testen. So, wir sind hier in der Karte. Ich habe Navigationsziele drin, die mache ich jetzt einfach mal raus. Und ich sage jetzt einfach mal, navigiere nach Lindau. So, und dann wird hier eine Route geplant. Ihr seht schon, die erste Route bis zum Supercharger Illertissen ist blau. Und von da ab würde es dann nach Lindau an den Bodensee gehen. So, jetzt fällt mir aber ein, eigentlich würde ich lieber gerne noch in Konstanz vorbeifahren. Dann gehe ich jetzt auf dieses Symbol hier oben und tippe entweder ein oder sage es per Sprachregelung. Konstanz! Ja, das war ein Satz mit X. Konstanz! So, und jetzt seht ihr, jetzt plant er mir also Konstanz als Zwischenziel ein. Und er würde jetzt folgende Route vorschlagen. Erstmal nach Sulzföhringen, um aufzuladen. Ich fahre mit 33% durch Konstanz und käme dann mit 16% in Lindau an. Soweit, so gut. Jetzt könnte ich hier noch sagen, ich will noch ein weiteres Zwischenziel einfügen. Balingen. Nehmen wir Balingen in Württemberg. Und wir sehen, er plant diese Route mit ein. Ihr seht aber auch die Zwischenziele, die er einplant, die setzt er immer ganz nach oben. Man muss sich also vorher durchaus überlegen, welche Route bzw. welche Zwischenziele man anfahren will. Wenn ich nämlich jetzt mal sagen würde, ich will noch nach Calw, geben wir mal ein. Calw. Dann sagt er mir nach Calw, geht das natürlich. Und jetzt nehmen wir noch als Zwischenziel rein irgendwas Verrücktes sozusagen. Jetzt nehmen wir mal noch, ja, nehmen wir mal Blau. Nee, Straßburg nehmen wir mal rein. Bringt uns das was? Nee. Wir müssen hier weiter nach oben. Lörrach nehmen wir jetzt noch. Lörrach. So.
So, ihr seht, er plant jetzt zunächst mal den Supercharger in Sulzföhringen. Dann würde er nach Lörrach fahren und dann wird es zurückgehen über zwei Supercharger nach Calw. Macht natürlich alles keinen Sinn. Das heißt, man muss sich also vorher überlegen, welche Zwischenziele man ansteuern will. Er sucht uns nicht diejenigen raus, die dann für uns in der richtigen Reihenfolge noch sortiert werden. Und was er auch nicht tut, ich kann jetzt also nicht sagen, irgendwie mir das greifen oder löschen oder durch irgendwelche Schiebeaktionen hier was auslösen. Da gibt es dann nur noch eine Lösung und die heißt, ich muss meine ganze Route löschen. Muss man wissen, kann man sich aber durchaus dran gewöhnen. So, ich kann das Zwischenziel auch über die Karte quasi als Stecknadel nehmen. Ich nehme mir dann zum Beispiel vor, als eigentliches Ziel Lörrach. Und dann würde er mich wieder erst zum Supercharger schicken, dann nach Lörrach. Und wenn ich jetzt hier an dieser Stelle sage, ich will vorher aber noch nach Straßburg oder Achenheim, habe ich jetzt getroffen, dann sage ich einfach einfügen. Und er fügt mir jetzt die Route ein von Denkendorf über Straßburg nach Lörrach und er hat mir jetzt auch noch den Supercharger Leonberg mit reingenommen. Er zeigt mir hier dann die das erste Teilstück bis zum Supercharger Leonberg und wenn ich hier oben drauf klicke, sehe ich dann auch gleich direkt nochmal, wenn ich es hier kleiner mache, sehe ich hier dann auch nochmal die Fahrtstrecke, die dann eigentlich geplant wird. So, dann löschen wir diese Konfiguration. Was ich mir jetzt gedacht habe mit den Zwischenzielen, wie ich das nutzen möchte, ist das Thema, jetzt schauen wir mal, angenommen wir fahren nach, ja, von mir aus, wir fahren wieder nach Lindau. Dann müsste ich am Supercharger in Illertissen kurz laden und käme dann mit 22% in Lindau an. Das versucht hier die Planung ja immer so zu gestalten, dass man etwa mit 20% am Ziel ankommt. Ich kann leider keinen Zielwert eingeben und kann nicht sagen, ich würde aber lieber gerne mit 80% in Lindau ankommen. Denn was ich jetzt nicht weiß, wie komme ich denn wieder von Lindau zurück nach Denkendorf mit dieser Planung oder sollte ich da vielleicht anders planen? Jetzt kann ich das natürlich über zusätzliche Apps machen, zum Beispiel über Better Route Planner, aber ich bin eigentlich immer ein Freund davon, sowas direkt im Auto mitzuhaben und deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt an der Stelle als Zwischenziel die Sache so gestalte, dass ich nämlich sage, ich fahre, also ich befinde mich hier in Denkendorf, im navigiere nach Kloster Denkendorf. So, und jetzt gebe ich hier, ich habe jetzt also das Endziel wieder Kloster Denkendorf, also meinen Ausgangspunkt quasi genommen. Und jetzt sage ich hier, ich will aber zwischendrin nach Lindau. Und jetzt macht er hier eine Planung auf, die da sagt, fahre zunächst mal nach Illertissen, dann nach Lindau, dann musst du in Bregenz aufladen und in Ulm nochmal aufladen und dann kommst du wieder zurück ans Kloster Denkendorf. Und das war eine Funktion, die hat mir gefehlt, die finde ich klasse. Jetzt kann ich wirklich auch den Rückweg gleich in einem Rutsch mit einplanen und weiß so in etwa, wenn ich mir das merke oder wenn ich es auch im Auto drin lasse, einfach an welchen Stellen meiner Route muss ich nochmal laden, kann ich nochmal laden und wie gestalte ich das Ganze sinnvoll. Das ist wirklich eine Funktion, die finde ich klasse, die hat mir wirklich gefehlt. So, seit einiger Zeit haben wir hier ja auch immer mehr Fremdlader mit drin. Hier kann ich über einen Filter einstellen, was er mir da alles anzeigen soll. Also zum Beispiel auch eine 8 kW Station. Wenn ich hier den Filter etwas höher setze, dann zeigt er mir wirklich nur noch die, die HPCs, die fremden Supercharger sozusagen an. Und da habe ich mich jetzt gefragt, bringt mir das was, wenn ich mit Zwischenziel plane? Ich meine ja, auch wenn er diese Stationen noch nicht wirklich berücksichtigt bei der Ladeplanung. Aber ich kann ein bisschen tricksen. Und zwar, wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel,
ich will wieder von hier nach Lindau fahren, dann würde er mir auf jeden Fall wieder in Illertissen am Supercharger einen Zwischenstopp mit einplanen. Jetzt mache ich aber Folgendes und sage, ich will noch einen Stopp zum Beispiel in Ulm-Seligweiler an der NBW-Station einlegen. Dann plant er mir den mit ein und genau, jetzt hat er sogar Eichstätten drin, er nimmt jetzt aber nochmal Illertissen und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, entweder, ups, das war jetzt doof leider, nochmal Lindau und alles in Zoo im Seligweiler, so, wir lassen ihn planen. Jetzt hat er wieder Eichstätten drin, ja, mit 0%, das wird nichts. Also sagt er, er nimmt lieber Illertissen, weil er nämlich die NWW in Ulm-Seligweiler nicht als wahre Ladestation in seiner Ladeplanung berücksichtigt. Ich kann jetzt aber noch Folgendes machen, ich kann zum Beispiel sagen, entferne die Ladestation. Dann schmeißt er mir nämlich Illertissen raus, ich fahre direkt nach Ulm-Seligweiler und ich weiß dann, ich komme mit 31% an in Ulm-Seligweiler und bis Lindau muss ich nochmal 17% in meinen Akku reinladen. Dann komme ich mit 0% in Lindau an. Also eigentlich sollte ich eher so 37% an ENBW laden, um dann mit 20% in Lindau anzukommen. Also auch das, wie ich finde, eine ganz schöne Funktion, die man eigentlich auch ganz prima nutzen kann. So, wir schauen mal. Sprachsteuerung gibt es leider keine. Wenn ich jetzt also sagen würde, ich fahre nach Lindau und ich sage ihm dann Zwischenziel eingeben. Versteht er nicht. Waypoint eingeben. Add Waypoint. Ja, er versteht zwar mich, aber er kann mit dem Befehl nichts anfangen. Also Sprachsteuerung ist hier noch nicht gegeben. So, was mich jetzt noch interessiert und was ich noch nicht ausprobiert habe, ist die Frage, wie viele Zwischenziele kann ich denn eigentlich eingeben? Das testen wir jetzt einfach mal, indem wir sagen, wir fahren nach Hamburg. Nehmen wir den Hamburger Hafen. So, da hat er schon einiges an Superchargern, die er hier mit einplant. Und jetzt machen wir hier mal eine wilde Planung. Wir sagen, es geht jetzt erstmal nach Schwäbisch Gmünd als Zwischenziel. Und dann sage ich ihm, wir machen vielleicht hier mal die Ladestation aus. Genau. Dann sehen wir es besser. Dann sage ich ihm als Zwischenziel Nürnberg. Auch wieder den Nürnberg. Wir drin, dann machen wir weiter. Jetzt muss er schon ganz ordentlich rödeln. Er nimmt auch wieder die Supercharger rein natürlich. Wir nehmen rein Mannheim. Mannheim. Es wird langsamer, aber er plant immer noch ganz brav. Wir nehmen rein Leipzig. Also es dauert jetzt schon deutlich länger,
Aber wir kriegen ihn noch nicht in die Knie. Er plant immer noch. Er plant diese verrückte Route tatsächlich immer noch. Und zwar mit allen Ladestopps. Ich könnte wirklich danach fahren. Also machen wir weiter. Wir nehmen jetzt noch rein Dresden. Auch den Hauptbahnhof. Auch den nimmt er noch an. Prag. Wahnsinn. Auch das nimmt er noch mit. Noch bricht hier nichts ab. Salzburg. So eine Route würde niemand fahren, schon gar nicht an einem Tag. Aber er plant sie tapfer und er plant tapfer weiter. Wirklich irre. Dann fahren wir doch München. Noch an. Planung läuft. Er gibt immer noch nicht auf. Also die Strecke ist jetzt echt irgendwie der absolute Hammer. Wahnsinn. Gut, wir nehmen noch, wir machen einfach weiter. Jetzt nehmen wir noch dazu Tübingen. Ja, also rechnet sich jetzt fast schon zu Tode. Wir haben jetzt drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ziele und ich weiß nicht mehr, wie viele Supercharger, jedenfalls noch deutlich mehr, als wir Ziele haben. Und jetzt versuche ich ihn wirklich jetzt mal aus der Bahn zu werfen. Jetzt fahren wir erstmal nach Köln. Köln-Bonn Airport. Ihr seht, er setzt also die Zwischenziele immer an den Anfang meiner Route. Daher muss ich wissen, was ich tue, wenn ich echt eine Route planen sollte. Und auch hier wird er etliche Male zwischenladen müssen. Er rechnet und rechnet und rechnet, aber er gibt nicht auf. Aber ich glaube, ich gebe jetzt dann auf. Jetzt machen wir noch zwei verrückte Ziele rein. Jetzt sage ich, wir fahren zwischendrin noch nach Rom. Rom, da haben wir Rom. Also das ist jetzt wirklich eine Rechenleistung, die hier abgefordert wird. Die ist wirklich jetzt... Das ist wirklich der Hammer. Wenn er es noch hinkriegt. Jetzt rechnet er also wirklich sehr lange. Und schauen wir uns die Route an. Ja, kein Problem, er nimmt auch noch rum. Also jetzt werde ich mal wirklich... Barcelona. Nehmen wir doch auch noch mit rein.
glaube, jetzt sind wir bei 12 Zielen angelangt mittlerweile und weiß nicht mehr, wie viele Supercharger wir mit eingeplant haben. Sensationell. Auch den nimmt er noch. Tatsächlich schafft er auch den noch. Und jetzt nehmen wir noch Lissabon dazu. Lissabon. Also damit kann ich wirklich schon eine ordentliche Routenplanung direkt hier am Gerät machen. Und natürlich rechnet er jetzt länger und länger, aber zeigt mir mal ein Navi, ein fest eingebautes Navi in einem Auto, das sowas noch hinkriegt. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Ich rechne auch damit, dass er jeden Moment jetzt irgendwann mal hier entweder frisch bootet oder abbricht oder sonst was macht, aber also er gibt nicht auf. Er gibt echt nicht auf. Aber ich gebe jetzt auf, jetzt gebe ich ihm noch ein Ziel und dann erkläre ich mich für geschlagen. London. Ja, nehmen wir den City Airport. Er rechnet und rechnet. Rechnet und rechnet. Und er kriegt es hin. Ich bin mir sicher, dass er es hinkriegt. Er hat ihn ja auch schon drin. Und jetzt muss er halt, sage ich mal, er muss halt alle anderen Stationen nachrechnen mit der Ladeplanung. Das ist wirklich der absolute Hammer. Aber Hammer hin oder her. Kein Problem. Er kriegt das hin. Okay, ich gebe auf. Und gebe mich geschlagen. Jetzt hatte ja Frank gestern in den schrägen News noch behauptet, wir könnten nicht nach Moskau navigieren. Jetzt gucken wir mal. Navigiere nach Moskau. Und zwar meinte er ja, dass hier noch Lücken sind im Supercharger-Netz. Ich hatte eigentlich gedacht, die wären mittlerweile beseitigt. So dass wir auch von hier nach Moskau kommen. Und, oh, ja, genau, stimmt. Für Moskau, da können wir noch keine Route finden, weil irgendwann im Osten hört es dann mal auf mit den Supercharger. Und natürlich könnte ich mich drauf verlassen, andere Ladestationen zu finden, aber es muss ja dann auch nicht sein. Ja, kleines Fazit. Die Zwischenziele sind vielleicht noch nicht der allerletzte Wurf, den Tesla uns an die Hand gegeben hat, aber die Leistungsfähigkeit der MCU bei der Frage, wie viele Zwischenziele kann ich denn verarbeiten und auch bei den sonstigen Funktionalitäten, um zum Beispiel den Better Route Planner zumindest für eine Kurzkalkulation zu ersetzen, die finde ich schon ganz klasse. Ich denke, dass da vermutlich auch mit den nächsten Updates noch vielleicht ein Rundschliff kommt. Aber das, was wir da bekommen haben, muss ich sagen, Daumen nach oben, gefällt mir. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Kann sein, dass es heute ein wenig gewackelt hat, das Video. Das tut mir dann leid. Da wollte mein Gimbal nicht so, wie ich wollte. Aber sowas kann dann auch mal passieren. Vielleicht lasst ihr uns trotzdem Daumen nach oben da. Frank und ich, wir wollen ja gerne zum Jahreswechsel noch die 20.000 Abos erreichen. Also wenn ihr noch kein Abo habt, dann schließt bitte auch ein Abo ab. Ein Abo ist immer gratis, aber niemals umsonst, um's mit Dennis Wittus zu sagen. Und ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuschauen. Und vielleicht konnte ich ja euch das eine oder andere zeigen, was ihr bis jetzt noch nicht gesehen habt. Ciao, bis bald.